Wunderschön. Wir sind in der achten und wir haben gestern einen Versuch gemacht. Und zwar, ich hoffe, dass wir das aufs Video raufkriegen, hier mit auf den Schirm raufkriegen. Und zwar haben wir Folgendes gemacht: Wir haben die kleinen Kinder vom Spielplatz verjagt, dann haben wir uns die Schaukel geschnappt, die Kinderschaukel war allerdings stabil. Und dann haben wir eine Person draufgesetzt. Und ich komme noch auf die Personen dann zu sprechen, aber das ist jetzt egal. Ich werde die hier nicht reinmalen, sonst wird es zu unübersichtlich. Und dann haben starke Männer der Klasse die Person so angehoben, so weit ausgelenkt, dass 33 cm Höhendifferenz war bis zum tiefsten Punkt. Darauf kommt es an. Dann haben wir mit einer Kamera oder mit mehreren Kameras, damit es sicherer ist, und einem dabei gehaltenen Schullineal, haben wir in Slow Motion die Zeiten praktisch bestimmt, also mit mehreren Bildern pro Sekunde, sodass wir wissen, von hier bis hier, bis hier, bis hier, bis hier, war das so schnell und so schnell. Aber das müssen wir jetzt noch auswerten. Unser Ziel ist dann zu beweisen, dass diese folgende Formel funktioniert. Und zwar potenzielle Energie m mal g mal h ist gleich ein halb m mal v Quadrat. Das wollen wir letzten Endes beweisen. Das heißt, wir stellen nach v um. Und berechnen das, das ist die eine Sache, aber andererseits wollen wir dann auch wirklich sagen, ja, in der Praxis ist das wirklich so gewesen. So, also jetzt sind wir erstmal, machen wir kurz eine Pause, damit wir die Handydaten kriegen, also die Videodaten kriegen. So, jetzt haben wir schon mal versucht, die Videos hier reinzukriegen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hier drauf kriege. Eben hatte ich es noch, Nanu. Huch, da ist er. So. Jetzt lassen wir wenigstens erstmal schnell das Ding abspielen, damit man sieht, worum es ging. Und hier unten haben wir das Lineal. Und jetzt leider kriegen wir die Slow-Motion-Aufnahme nicht hier direkt drauf gespielt. Das heißt, wir messen dann hier die Geschwindigkeit auf dem Handy selber. Also das kriegen wir hin. So, so sah das aus. So, nochmal. Ich zeige nochmal, worauf es ankam. Hier in diesem Moment haben wir dann auf der Slow-Motion-Aufnahme, haben wir in Zentimetern die Geschwindigkeit bei jedem Bild. Wir haben, glaube ich, mit ziemlich vielen Bildern aufgenommen pro Sekunde. Das müsste man dann hier in diesem Moment ist wichtig, weil hier oben haben wir keine Geschwindigkeit, hier wird sie erst schneller. Und erst hier an der Stelle, das ist die wichtige Stelle da, das messen wir dann aus. Also, so lief's, nochmal, schwupp, nochmal anhalten. Ja, hier haben wir die spannende Stelle. Gut, so, Pause, jetzt machen wir die Messung. So, jetzt haben wir uns die ganze Sache, die wir hier auf diesem Handy mal gesehen haben, das war wirklich Slow Motion. 120 Frames per Second hieß das. 120 Bilder pro Sekunde heißt das. 120 Bilder werden in einer Sekunde geschossen. Und da hatte sich die Schaukel um einen Zentimeter bewegt. Das heißt also, in diesen einen Zentimeter in einer 120. Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit. Ja, und wenn man das so richtig macht, dann sagt man, V ist gleich 1 Zentimeter und diesen Doppelbruch durch schreibt man als, okay, mal 120. Oben stehen die Zentimeter, unten bleiben die Sekunden stehen. Das sind 120 Zentimeter pro Sekunde. Mit anderen Worten, V war 1,2 Meter pro Sekunde. Und das gilt es jetzt auszurechnen, ob das stimmt. So. Besten Dank für die Hilfe, Herr Kollege. Und ich mache mal kurz Pause. So, und jetzt staune und staune. Und wir mussten Folgendes feststellen: Das, was wir scheinbar mit unserer superschnellen Handykamera gemessen haben, hat sich im Nachhinein hat sich entpuppt als, das ist ja nur die Hälfte. Denn bei der Berechnung hätte 2,544 Meter pro Sekunde ist rausgekommen. Und wir haben uns dann die Videos nochmal genau angeguckt. Jetzt gibt es einen Fehler. Jetzt müssen wir nochmal schlussfolgern. Nee, wir müssen korrigieren. Wir haben es jetzt nochmal durchdiskutiert. Das sind 2 Zentimeter gewesen. Beim besten Willen. Und dann kommen wir einigermaßen auf den Praxiswert hin. Also die nächsten Aufnahmen, da weiß ich schon, was wir machen. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Das wird eine 2. Und diese 2 heißt dann letzten Endes 2,4 Meter pro Sekunde. Und das passt einigermaßen mit unserer Berechnung zusammen. So, bis dahin erstmal kurz. Wir können das Video in diesem Fall abschließen, also unser Versuch ist soweit geglückt. Wie gesagt, bei der Messung, da haben wir einen Fehler entdeckt. Wir sind hier nicht mit 1,2, sondern mit 2,4 Meter pro Sekunde durchgesaust.
Das machen wir beim nächsten Mal besser. Wir haben einen schönen Mathe-Spielplatz entdeckt. Das gibt noch bessere Versuche da. Die werden wir alle noch machen. Mit Kreisfrequenz und so weiter. Lasst euch überraschen.